bin ich froh, hier zu sein. Es ist so krass, hier zu stehen, wirklich. Es ist so krass. 13.000 Menschen und ich stehe hier. Ich bin 2005 mit meinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Wir waren Flüchtlinge und mein Vater hatte so einen German Dream. Der kam nach Deutschland. Wir Ausländer kennen das. Unsere Eltern denken, Geld wächst hier auf den Bäumen. Der so, Nigger, wenn du in Deutschland bist, du musst erfolgreich werden. Ich habe den German Dream. Ich will Mercedes, Einfamilienhaus, emotionale Vereinsamung, das volle Programm. Und ich bin letztens zu meinem Papa. Ich so, Papa, guck mal. Ich mache Stand-Up-Comedy, ich bin ab und zu im TV zu sehen, ich habe viele Instagram-Follower und mein Vater hat sich all meine Beiträge auf Instagram gründlich angeschaut, ihr Lieben, wirklich gründlich angeschaut. Und seitdem lebt er wieder im Iran. Wieso, Negro, warum diese, haben wir Iraner hier, aber klatschen bitte, wo sind die Perser? Drei Stück, sehr schön, hallo. Super, super. Ja, iranische Eltern sind ehrlich, ne? Du kennst ja. Die sind richtig korrekt, ehrlich, bam, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Mein Vater so, Nigger, warum machst du Stand-Up-Comedy? Warum diese Stand-Up-Comedy mit deinem Aussehen, Schatz? Du hast so viele Talente, mach doch was anderes. Ich so, was denn, Papa? Sollte ich eher modeln? Sagt er, nein, du hast immer 3 Tonnen Make-up in dein Gesicht, diese 3 Tonnen Make-up. Ich dachte, du wirst eher Clown. Wie gemein, oder? Ich hab's eh nicht einfach im Leben gehabt. Wir waren Flüchtlinge aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Und als Ausländer in Deutschland kennt man und hört man viele Sätze als Ausländerin, ne? Ja, warum seid ihr denn in Deutschland, hä? Warum seid ihr hier geflohen? Seid ihr Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge? Seid ihr aus Angst hier oder aus Hunger? Sagt mal, warum? Und meine Mutter hat ihre eigene Definition. Meine Mutter sagt dann immer folgenden Satz. Wissen Sie, wir fanden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen? Wir waren Fashion-Flüchtlinge. Nein, meine Mutter hat nichts gegen den Kopftuch an sich. Jede Frau sollte selbst entscheiden, ob sie einen tragen möchte oder nicht. Nur meine Mutter wollte, genauso ist das, meine Mutter wollte, dass ich irgendwann mal selbst entscheiden kann, ob ich ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Und das ist der Unterschied. Und dafür hat sie ihr gesamtes, sie ist heute Abend hier, dafür hat sie ihr gesamtes Leben in ihrer Heimat aufgegeben. Wie... Wie viele andere mutige Frauen, die genau dasselbe tun. Und es hat meinen größten Respekt verdient. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als wir im Flieger waren, meine Mutter war übermotiviert. Die so, oh, Freiheit. Persische Frauen, du kennst es wahrscheinlich, persische Frauen sind im Flieger, die so, wir sind frei, wir tanzen, sind happy, glücklich. Meine Mutter mir als erstes einen Minirock angezogen, kurzen Crop-Top. Ich so halbnackt rausgegangen, minus 90 Grad, kalt. Ich so, Mama, ist ganz schön kalt hier. Dieser Schatz ist doch perfekt. Jetzt können wir ohne Kopftuch durch den Schnee laufen. Und das Schlimmste kommt ja noch auf uns zu. Wir Ausländer, wir kommen nach Deutschland, Flüchtlinge, wow. Wir denken, alles ist geklärt. Nein, es kommt ja noch die größte Sache, die wir erledigen müssen. Uns anpassen in Deutschland, Integration, großgeschrieben hier. Alle so, ja, man muss sich hier anpassen. Ist auch wichtig. Aber ihr Lieben, in Deutschland nicht einfach. In Deutschland fährst du 400 Kilometer Auto und allein 5-mal ändert sich das Wort für Brötchen. Ich komme aus einer anderen Welt. So, bei uns ist alles anders. Schon persische Begrüßung ist komplett. Guck mal, in Deutschland, Deutsche sind so sachlich. Ihr seid so einfach. Ich finde das ja auch toll. Ihr seid so einfach. Deutsche Begrüßung ist ganz einfach so, hallo, fertig. Keine Romantik dahinter, nix. Ruf mal einmal nach Iran an. Ruf mal einmal deine Familie im Iran an. 300 Jahre nur die Begrüßung. Eine persische Begrüßung geht ungefähr so. Salam khubasti, chetori, mamanitun khube, babatun khubastan, hame khubastan, maman bozok khuban, ache gorbunetun beram. Ins Deutsche übersetzt heißt das, wie geht's dir, wie geht's deiner Mutter, wie geht's deinem Vater, wie geht's dem Baum vor deiner Haustür, wie geht's dem Fußteppich auf dem Boden. Und am Ende der Begrüßung sagen wir, das ist kein Scherz, gorbunetun beram, das bedeutet ins Deutsche übersetzt, ich sterbe für sie. Das Problem ist, ich, Dummkopf, habe das genauso damals ins Deutsche übernommen. Mach das mal mit meinen schwarzen Haaren. Alle dachten, ich wäre eine Selbstmordattentäterin. Ich sterbe für sie. Pff, alle weg, die Deutschen. Was ist mit dir los? Ich sterbe für sie. Alle weg. Und dann komme ich in die Schule, ihr Lieben. Ich kam in die Schule, dachte, das Schlimmste ist getan mit Integration. Nein. Ich habe alles verloren. Mein Heimat, mein Leben, alles. Komm in eine Schule, auf eine Hauptschule. Und ich habe kein Wort die Sprache verstanden.
kein Wort. Okay, woher sollte ich Türkisch können? Danke. Ich stelle mich hin, ich stelle mich vor, ich bin übermotiviert, habe mich vorbereitet, 3 Worte Deutsch gelernt. Ich so, oh, jetzt ist mein Moment. Genau wie hier, nur ohne Bühne und 13.000 Menschen mit Schnurrbart, stelle ich mich hin. Ich so, hallo, ich heiße Neger. Ja, ich bin Neger. Nichts gedacht, meine Klassenlehrerin, die sowieso ein bisschen rassistisch war, die so, nö, also so weit würde ich es nicht gehen. Nö, das würde ich so nicht unterschreiben. Und mein Vater sitzt irgendwo da oben und ich weiß auch, ich bin genau zu meinem Papa gegangen. Ich wollte bei ihm Schutz suchen. Ich so, Papa, Papa, bitte Hilfe, mein Name ist Kacke. Es ist einer der schlimmsten Worte in Deutschland. Als ich herausgefunden habe, was der Name heißt, ich so, bitte Papa, ich muss Name ändern, bitte. Wisst ihr, was mein Vater sagt, ihr Lieben? Mein Vater zu mir, Nego, Schatz, ich verstehe dein Problem nicht. Dein Name wird geschrieben mit Oho. Oho. Ist ja genauso, wie wenn du Adolf heißt. Du dich zu Hause bei deinem Vater beschwerst, die so verstehe ich gar nicht mit PH. Das mit der Integration ist einigermaßen gelungen. Ich fühle mich wohl in Deutschland, ich liebe Deutschland, ich stehe auf der Bühne, das macht Spaß. Ich habe andere Probleme, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr fühlt mit mir. Ich bin Perserin und noch Single mit 29. Vielen Dank, einer pfeift, ein Perverser. Der so, ich würde dich nehmen. Ein Fußfetischist hier im Publikum, sehr schön, hallo. Nein, ich bin Single, 29. Wo sind die anderen Singles? Wo sind meine Singles? Einmal klatschen, bitte. Sehr gut, die Wu schreien, sind voll verzweifelt. Sehr gut, ich auch. Wer ist alles vergeben? Einmal klatschen, bitte, die Vergebenen. Einfach, du hast bei denselben geklatscht. Wer ist alles vergeben? Wäre aber gerne Single? Traut euch? Kriegen wir hin. Ey, okay, es gibt Streit und Diskussion. Scheiße, ich muss abhauen. So voll Streit angezettelt. Nein, ich bin Single als Perserin mit 29. Immer noch Single, ist so schlimm, ihr Lieben. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die noch nicht verheiratet ist. Und es gibt für Frauen, die mit 29 in meiner Heimat noch Single sind, sogar ein Begriff. Das heißt Torschi, der bedeutet übersetzt verschimmelt. Ja, hier ist die Verschimmelte in der Familie. Und alle fragen mich dann so, ja Neger, was ist denn dein Typ, Mann? Wann ist es denn bei dir so weit? Deine Uhr tickt, Schatz. Mein Vater jeden Tag, deine Uhr, Schatz, endlich, Mann, bitte deine Uhr tickt. Wo ich mir denke, bei uns Frauen, das ist unfair. Die Welt ist manchmal für Frauen unfair. Weil bei Frauen heißt es immer, oh, deine biologische Uhr tickt. Wann ist es bei dir soweit? Ich gehe doch auch nicht zu einem Mann hin und sage, hey Harald, wann ist es bei dir soweit? Ich glaube, deine Hoden, die laufen bald ab. Nee, die machen nicht mehr lang. Ich bin Single und dann wird man als Single immer gefragt, ja, was ist dein Typ Mann? Auf was für Männer stehst du denn? Und ich bin in mich gegangen, ihr Lieben. Ich bin in mich gegangen, um herauszukriegen, was mein Typ Mann ist. Und ich muss sagen, mittlerweile alles scheißegal, Hauptsache der atmet. Ich würde sogar dich nehmen, wirklich. Der so, muah, ich bin verliebt. Wie heißt du? Ich rufe dich an. Ati. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, hier zu sein als Single. Ich guck mal, ich kann hier flirten. Es ist wirklich nicht einfach für Singles. Ich flirte überall. Und ich werde dann auch immer wieder gefragt, was ist dein Typ Mann? Ich so, keine Ahnung, Hauptsache der atmet, habe ich euch ja gesagt. Aber wenn ich eine Sache aussuchen könnte, ihr Lieben, dass der Mann eine eigene Wohnung hat. Ich suche einen Mann mit einer eigenen Wohnung. Der so, habe ich nicht, scheiße. Nein, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern, die einfach nur im Auto gelebt haben. Hauptsache dickes Auto, aber bei der Mutter zu Hause wohnen. Deswegen suche ich meine Männer nicht auf Tinder oder auf Parship. Ich suche meine Männer auf Immobilien-Scout. Kennt ihr diese Online-Inserate, Mann sucht Haus? Ich rufe immer an. Hallo. Ich habe zwar keine Wohnung als Angebot, aber ich habe noch 25 Quadratmeter frei in meinem Herzen. Ich gehe auch zu Besichtigungen, die ich mir absolut nicht leisten kann, um Männer kennenzulernen, die es sich leisten können. Ziemlich voll schick an bei der Besichtigung. Und habe ein Buch dabei. Man muss ja die Aufmerksamkeit der Männer in der heutigen Zeit erregen, ne? Deswegen habe ich so ein Buch dabei, wo jeder Mann auf mich anspringt. Darauf steht ganz groß, was tun bei Sexsucht?
ihr Lieben, das hat einmal so gut geklappt. Ich musste entgegensteuern mit ein anderes Buch. Was tun bei Scheidenpilz? Nein, mein Typ, man hat sich über die Jahre verändert. Wenn man älter wird, merkt man das. Früher stand ich so auf meine Shisha-Bar-Boys, auf diese krass breit gebaute Männer, die selbst so einen E-Scooter mit einem Arm tiefer gelegt fahren. Kennt ihr die? Und heute stehe ich so auf das Gegenteil. Ich stehe auf deutsche Männer. Oh, sehr gut. Hauptsache Ausländer schreit, Na, ich stehe auf so deutsche Männer mit North Face-Jacken. Ich stehe auf deutsche Männer, die abends beim Joggen einfach so eine fette Taschenlampe auf den Kopf haben. Ja, wenn dann alle klatschen, ihr Lieben. Ich will einmal in meinem Leben mit so einem deutschen Mann abends joggen, mit Taschenlampe auf dem Kopf, meiner Familie aus dem Iran ein Foto schicken und sagen, guck mal, das ist Integration. Wenn du den deutschen Pass willst, einfach Bild mit Taschenlampe auf dem Kopf, der deutsche Pass kommt zu dir. Oder kennt ihr diese deutschen Männer mit so Rucksäcke, die so einen Verschluss vorne haben? Einfach für die Sicherheit. Das suggeriert mir Sicherheit. Oh, bist du da? Hast du Taschenlampe? Wow. Oh, der ist aufgestanden sogar. Oh, Heiratsantrag. Komm her, Bro. Spring. Spring. Sehr gut. Der kommt wirklich. Ich muss gehen. Der kommt wirklich. Ich hab Angst. Hi, sehr gut. Okay, ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr Single, ihr Lieben. Ich bin jetzt verheiratet mit einem random Typen, der einfach runtergerannt ist. Sehr schön, schön. Nee, ich freue mich sehr. Ihr Lieben, ich habe auch einen deutschen Mann kennengelernt. Und ich habe ihn getroffen und ich war direkt verliebt, als ich ihn mit seiner Korkjacke gesehen habe. Und er hat nach 4 Treffen das Deutscheste gemacht, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Nach 4 Treffen steht er plötzlich auf. Der so, du, wir müssen reden. Wir haben uns jetzt 4-mal getroffen und ich finde, es wird jetzt Zeit für ein Feedback-Gespräch. Ich so, Entschuldigung, bitte, was? Ich, Flüchtlingskind, der wird Feedback-Gespräch mit mir führen. Ja, du, ich bin in mich gegangen, einfach so für die Dynamik und bin zu dem Entschluss gekommen, du, ich hätte gerne unverbindliche Beziehung, einfach mal was ganz Unverbindliches. Hm, wie wär's denn damit? So ist unsere Generation, oder? Wir kämpfen nicht mehr. Wir machen da nicht mehr weiter, wo wir weitermachen sollten. Wir machen nur noch Open Relationships. Alles ist nur noch open. Ist ja auch gut, soll jeder machen, wie er will. Aber manchmal fehlt mir so diese Bindung, die man aufbauen möchte. Und deswegen habe ich für alle Single-Ladies, die hier sind, einen Tipp. Wenn beim nächsten Mal ein Typ zu euch kommt und sagt, ab jetzt eine unverbindliche Beziehung, sagt ihr, okay, ich bin dabei. Ab jetzt eine unverbindliche Beziehung. Dann geht ihr mit ihm ins Bett und habt Sex mit ihm. Nur mittendrin beim Höhepunkt hört ihr einfach auf. Ihr sagt, du kommst ja erstmal allein zurecht. Ich bin erstmal raus, weil die Sache ist unverbindlich. Es ist so ein schöner Abend. Ich bin so froh, Comedy machen zu dürfen. Das ist so eine Kunst, die ich in meiner Heimat nicht machen dürfte. Ich dürfte nicht auf diese Bühne stehen und das machen. Und ich stehe hier, ich erzähle von meiner Vergangenheit. Ich erzähle von diesem kleinen Mädchen, die damals nach Deutschland gezogen ist. Und Comedy ist Schmerz und Wahrheit. Tief im Inneren bin ich immer noch dieses kleine Mädchen. Und ich weiß noch, als ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, können wir bitte endlich wieder nach Hause gehen? Ich vermisse meinen Opa, den ich über alles geliebt habe. Ich vermisse die Rosen in unserem Garten. Ich vermisse unsere Kultur. Ich vermisse die Blumen. Bitte lass uns zurückgehen. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, Schatz, glaub mir, ich bin nur für dich da und für deine Freiheit und eines Tages wirst du mich verstehen. Ich bin irgendwann mal wieder zu ihr, nach ein paar Jahren, ich so, Mama, bitte lass uns nach Hause gehen, ich will wieder zu Hause sein, ich vermisse meine Heimat, lass uns zurückgehen. Und meine Mutter meinte, Schatz, eines Tages wirst du verstehen, dass ich nur für dich hier bin. Und heute sehe ich die Bilder aus meiner Heimat, wie Frauen, wie mutige Menschen. Wie mutige Menschen, die seit Jahren nicht gesehen und gehört werden, die seit Jahren in einem riesen Gefängnis leben, auf die Straßen gehen und für die ganz normalen Menschenrechte kämpfen, die für jeden auf dieser Welt selbstverständlich sein sollten. Und ich
ich kann nur sagen, Mama, du bist hier, ich verstehe, was du meintest. Ich hoffe, dass eines Tages alle Menschen in alle unterdrückten Länder, Iran, Afghanistan, alle anderen Länder, wo Frauen keine Freiheit haben, endlich frei sind, wo wir alle Frauen das tragen können, was wir wollen, das leben können, so leben können, wie wir wollen. Denn nur wenn alle Frauen weltweit frei sind, sind wir auch hier wirklich frei. Vielen Dank, mein Name ist Nega Amiri.